So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. Wir haben in der letzten Folge erst einmal alle Nebenaufgaben abgeschlossen. Wir haben noch ein Gewölbe, was uns fehlt. Wir haben zwei Wegschreine, die uns noch fehlen. Dann haben wir noch einen besonderen Ort, der uns fehlt. Dann die Pfadfinderin und ein offenes Verlies, wo ich nicht weiß, wo sie es befinden sollte, weil hier gab es das nicht. Und hier gab es, glaube ich, auch nicht. Aber wenn wir jetzt während der Hauptstory nochmal über das eine Gewölbe bzw. über das offene Verlies stolpern werden, werden wir das natürlich erstmal bevorzugen. Aber jetzt werden wir nach langer Zeit den Ratsherren Vandakia warnen. Ich wurde auf den Straßen unserer schönen Stadt angegriffen, Kesho. Ich verlange, dass ihr euch um den Verbrecher kümmert. Eure Wachen haben ihre Arbeit getan, Ratsherr Vandakia. Der Gefangene ist in Gewahrsam. Und was soll das nun? Noch mehr Assassinen? Erklärt euch auf der Stelle! Guck mal, wie der da steht. Als würde der jeden Moment uns eine reinhauen wollen. Ein Anschlag auf mein Leben reicht für heute. Wenn ihr noch einer dieser Bastarde von der dunklen Bruderschaft seid, versichere ich euch, dass weder ich noch Gouverneurin Kesho ein leichtes Ziel sind. Ich bin keine Assassine, zumindest nicht jetzt. Ich bin nur nebenberuflich Assassinin. Ratsherr Lovidikus hat mich geschickt, um euch zu warnen. Er will, dass ihr nach Leerwind geht. Um mich zu warnen? Wie immer agiert Lovidikus zu zögerlich und zu spät. Ich habe den Brief bekommen. Genau wie alle anderen Ratsmitglieder. Meine Leibwache nahm die Bedrohung ernst. Und wir konnten den Assassinen auf frischer Tat ertappen und festsetzen. Mhm. Doch was ist mit meinem werten Kollegen? Sind sie in Sicherheit? Die Ratsmitglieder Jiri, Sophus und Arbor wurden ermordet. Sie sind alle tot. Tot? Alle drei? Das ist unvorstellbar. Das Schreiben von Pharo Lupus deutete zwar an, dass die Langhauskaiser ein Geheimnis hinterlassen hatten, das sich als Bedrohung erweisen könnte. Doch ich dachte, er würde einfach nur melodramatisch übertreiben. Hat Lovidikus herausgefunden, worum es hier genau geht? Bei dem Geheimnis geht es um die vier Ambitionen von Merunes Dagon. Wir untersuchen alte Aufzeichnungen, um mehr darüber zu erfahren. Die vier Ambitionen? Nie von denen gehört. Wie kann etwas, worüber ich nichts weiß, mich zu einem Ziel für die dunkle Bruderschaft machen? Das muss ein Missverständnis sein. Ihr müsst den Gefangenen befragen. Bringt ihn dazu, alles zu gestehen und die Wahrheit hinter dieser elenden Angelegenheit zu enthüllen. Ich werde den Gefangenen befragen. Wo haltet ihr ihn fest? Gouverneurin Kesho hat den Gefangenen in einer Zelle im Keller des Gerichtsgebäudes eingeschlossen. Befragt den Assassinen und findet heraus, warum die dunkle Bruderschaft versucht, jeden auszumerzen, der Teil des kaiserlichen Ältestenrates war. Ich werde anschließend nach Leerwin reisen. Ihr habt wirklich keine Ahnung, worauf sich das Geheimnis der Langhauskaiser bezieht? Ich wünschte, es gäbe etwas, was ich euch dazu sagen könnte. Das Schreiben, das ich bekam, deutete an, dass die Ursache von all dem irgendeine uralte Ratsangelegenheit ist. Ich bin mir nicht sicher, warum die dunkle Bruderschaft an derart niederen Dingen interessiert ist. Ich bin vollkommen verblüfft. Bei eurer Arbeit mit dem Ältestenrat habt ihr nie irgendetwas über die Ambition gehört? Wie ich schon sagte, ich habe diesen Begriff noch nie gehört. Die Langhauskaiser waren allerdings regelrecht verliebt in Geheimnisse und Kennwörter. Vielleicht bin ich auf diese Sache gestoßen, nur unter einem anderen Namen. Falls ihr meint, dass das wichtig sein könnte, fragt doch den Assassinen danach, wenn er ihn verhört. Wie lange habt ihr im kaiserlichen Ältestenrat gedient? Ich bin mir zwar nicht sicher, wie relevant meine uralte Vorgeschichte ist, doch ich wurde noch von Kaiser Dokorach selbst in den Ältestenrat berufen. Ich half während des Großteils der Herrschaft der Langhauskaiser bei der Leitung des Kaiserreichs. In all dieser Zeit habt ihr nie irgendetwas über die Ambition gehört? Traurigerweise führte meine Rolle bei der Leitung des Reichs oft dazu, dass ich mit den Kaisern uneins war. Ich wurde nur selten in ihre Geheimnisse eingeweiht. Ich befürchte, ich kann nicht das geringste Licht in dieses besondere Dunkel bringen. Ja, wenn Gouverneurin Kesho. Kesho die Schwarzflosse, Kriegsheldin, vorwärtsdenkende Argonierin und Gouverneurin unserer schönen Gideons. Ich diene ihr als Berater und Bürokrat, mehr nicht. Meine Wurzeln in Gideon reichen tief und daher versuche ich, meinen Teil dazu beizutragen, dass sich die Räder der Regierungsmaschinerie reibungslos weiterdrehen.
Wie habt ihr es geschafft, den Angriff zu überleben und euren Assassinen und doch, ja, euren Assassinen auch noch festzusetzen? Meine persönliche Leibwache ist sehr passioniert und gut ausgebildet. Ganz zu schweigen davon, dass sie vom Glück geküsst ist. Ich näherte mich gerade dem Gerichtsgebäude, als der Assassine aus dem Schatten hervorsprang. Meine Wachen reagierten umgehend und überwältigten den Bösewicht. Wir brachten ihn hierher und Kesho sperrte ihn weg. So, da bin ich jetzt mal gespannt, wen wir hier vorfinden werden. Wir müssen hier tiefer gehen. Wir haben hier schon wieder diese komischen Flecken. Die Zellentür ist offen. Was ist hier geschehen? Er hat etwas aufs Schloss gegossen, angegriffen und ist geflohen. Eine Art von Säure hat sich glatt durch das Schloss gefressen. Hm. Seht, da auf dem Boden ist mehr davon. Hm. Wie dumm ist der denn? Jetzt, meine Güte. Er rannte dort lang, auf die alten Ruinen zu. Macht der denn? Paarungstanz oder? Er hätte mich fast umgestoßen. Wie unhöflich. Er hat den Legionär angegriffen und ist dann in die Ruinen der alten Stadt gerannt. Okay. Von Twilbig, alles klar. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Aber ich müsste doch bald mal alle Rezepte kennen. Okay. Meine Güte, haben die hier viele Frösche. Das Skelett haben wir hier auch noch. Lobli an Zenita. Gottes Willen. Aber da hätte ich ja wenigstens einen anderen, also ne, einen anderen Fluchversuch gewagt, der jetzt keine Spur hinterlässt. Oh! Elam! Elam Dras? Der hat sich fangen gelassen? Hä, das verstehe ich nicht. Der ist doch voll. Er hat doch immer Geschichten erzählt, wenn wir hier einen Mord ausgeführt haben. Hast doch immer erzählt hier, wie toll der doch war und hast ihn nicht gesehen. Dann lässt er sich einfach so fangen und ist so offensichtlich. Klar, man will ja irgendwie kennzeichnen, dass die dunkle Bruderschaft hinter diesem Mord steckt. Aber trotzdem, Elam, bisschen mehr Professionalität hätte ich von euch erwartet. Aber was hat denn die dunkle Bruderschaft? Vor allen Dingen auch die Astara. Ist es vielleicht ein persönlicher Rachefeldzug der dunklen Bruderschaft? Elam, die Ruinen in der Blutstromhöhle werden von den Einheimischen seit langer Zeit als Beingrube genutzt. Allerdings ist die Freistadt selbst nach wie vor unberührt. Die Höhle hat ihren Ruf als Ort beispielloser Gefahren behalten. Damit ist sie uns gut gedient. Es mag aufwendig werden, sich durch die Höhlen selbst zu kämpfen, aber die Tür befindet sich weit hinten innerhalb der Ruin. Aber seid gewarnt, das wird ein langer Weg. Wenn wir diese Freistadt neu eröffnen möchten, müsst ihr sie zuerst reinigen. Die Einzelheiten überlasse ich euch. Und vergesst nicht Tod, mein Bruder. Das ist der Schlüssel, Matrone Astara. Ach so. Also soll er gar nicht... Also in diesem Brief soll Elam nur die Freistadt säubern und alles dafür vorbereiten, dass sie neu eröffnet werden kann. Und wie nachsichtig ist er denn, dass er diesen Brief einfach hier liegen lässt, Elam? Also ich bin enttäuscht. Ihr seid hartnäckig, das gestehe ich euch zu. In Ordnung, lasst uns plaudern. Elam, hallo! Ich liebe dich. Es ist so lange her, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ihr erinnert euch doch noch an mich, oder? Ich bin die Schweigende. Und ihr liebt mich. Das wisst ihr doch auch noch, oder?
Wohl an, denn Schwester, wenn ich gewusst hätte, dass ihr in der Gegend seid, hätte ich vorgeschlagen, dass wir uns im Ei und Hammer treffen. Der Koch bereitet einen herausragenden Schlammhüpfer-Eintopf zu. Ich schätze, ihr jagt mich wegen des Vorfalls im Gerichtsgebäude, hm? In dem Brief geht es um die Einrichtung einer Freistatt der dunklen Bruderschaft in der Blutströmhöhle. Na, ihr könnt ja richtig schnell lesen. Oh, Mensch! Passt auf, wenn ihr wegen der Anschuldigung von Ratsherr Vandasia hier seid, müsst ihr wissen, dass sie nicht der Wahrheit entsprechen. Ihr solltet euch aus eurer Zeit mit der Bruderschaft daran erinnern, dass unsere Ziele am Ende tot sind, wenn wir uns daran machen, jemanden zu töten. Wir haben Beweise gefunden, neben zahlreichen Mordopfern, Mitglied des Edison-Rates, die getötet wurden. Beweise? Ich sagte dem Sprecher doch, dass uns diese Visitenkarten noch Ärger einhandeln würden. Es ist ja nicht so, als dass wir sie unterschreiben würden oder so. Jeder kann seine Handfläche in schwarze Tinte tauchen und einen Abdruck hinterlassen. Passt auf, es gab keine Kontrakte. Ich bin wegen einer anderen Angelegenheit hier. Wer soll denn der dunklen Bruderschaft die Schuld für diese Morde zuschreiben wollen? Gute Frage. Lasst es mich wissen, falls ihr eine Antwort darauf findet. Ich will mich unbedingt einmal mit diesen Leuten unterhalten. Nun, es war reizend, euch wiederzusehen, aber ich muss mich wirklich an meine wagemutige Flucht machen. Ich melde mich bei euch, falls ihr etwas in Erfahrung bringt. Aber ich will euch noch nicht verlassen. Wir haben es doch vor 5 Sekunden erst wieder getroffen, nach so langer Zeit. Ich will doch euch erzählen, wen ich alles verloren habe, wen ich alles getroffen habe, wie oft ich Tamriel vor den Fängen der Dedra gerettet habe, bevor es einfach komplett eskaliert ist. Ich habe so viel zu erzählen, Edamdras. Wollen wir es nicht ein paar Minütchen einfach hier? Ich zwing mich einfach durch die Gitterstäbe, dann können wir ein paar Minütchen zusammen allein verbringen. Miri, du musst Wache stehen. In Ordnung, ich werde versuchen herauszufinden, wer dafür gesorgt hat, dass diese Morde wie das Werk der dunklen Bruderschaft aussehen. Wenn ihr zu neuen Schlüssen gelangt, lasst es mich wissen. Und tschüss. Nochmal ein Elam. Getränk. Ach, Miri, verliebt euch nie in einen Dunmörder dunkle Bruderschaft. Das bringt euch nur Ärger und ein gebrochenes Herz dazu. Tja, was erzählen wir? Ja, wir erzählen eigentlich die Wahrheit, ne? Dass die dunkle Bruderschaft nichts damit zu tun hat und einfach jemand es so aussehen lassen möchte, dass die dunkle Bruderschaft dafür verantwortlich ist. Es ist nur die Frage, wieso? Hat er vielleicht, oder liegt er im Clinch mit der dunklen Bruderschaft oder wurde er von der dunklen Bruderschaft eventuell nicht angenommen? Und oder hat er einfach gedacht, die dunkle Bruderschaft, das ist eigentlich somit das Einleuchtendste, wieso diese Ratsmitglieder ermordet werden. Also das, sage ich mal, keiner das so richtig hinterfragen wird, ob das wirklich die dunkle Bruderschaft gewesen ist. Ach ja. So, Elam, da werden wir hoffentlich viel Zeit in diesem DLC miteinander verbringen. Aber es hätte mich mal interessiert, wie er reagiert hätte, wenn wir die dunkle Bruderschaft noch nicht kennengelernt hätten. Aber jetzt können wir uns ihm beweisen, jetzt können wir ihm richtig zeigen, was wir in all diesen Jahren, Monaten oder Wochen, ich weiß ja nicht, wie hier die Zeitrechnung ist, gelernt haben, wie toll wir sind, wie stark wir sind und wie kompetent wir sind. So, hallo. Dann ist die Söldnerin aus Leavin also zurückgekehrt. Sagt mir, konntet ihr den Assassinen gefangen nehmen? Oder vielleicht habt ihr ihn im Kampf getötet, als ihr ihn eingeholt hattet. Ich bin gespannt auf die Neuigkeiten. Ich war nicht in der Lage, den Assassinen der dunklen Bruderschaft festzusetzen, aber ich habe diesen Brief geborgen. Gestattet mir, das Dokument kurz zu überfliegen, wenn ihr so freundlich wärt. Ein unwiderlegbarer Beweis, dass die dunkle Bruderschaft in Dunkelforst ist. Wir müssen diese Freistatt finden und sie vernichten. Aber wie doof ist das denn eigentlich? Ich gehöre ja der dunklen Bruderschaft an. Auch wenn ich jetzt sehr viele Folgen, Tage, Wochen, Monate, Jahre nicht mehr mit denen zu tun hat. Wie dumm bin ich denn, ihnen zu sagen, guck mal, die Blutstromhöhle, das war mal eine Freistatt, die es übersät mit irgendwelchen Giftklingen oder Skeletten, die von einem Nekromanten namens Sumamax hat, den ich übrigens schon getötet habe, nun vollgeseucht ist. Und ja, sie wollen hier eine, was ist mit seinem rechten Auge? Ja, die Jahre haben ihn auch nicht gut getan. Aber
Wie dumm bin ich denn jetzt hier zu sagen, übrigens, ne, hier geht man dorthin und ich meine, ich kann es aber jetzt sagen, ja, aber die haben bestritten, mit dem Mord nichts zu tun zu haben, aber trotzdem können die doch einfach dorthin gehen. Der Assassine der dunklen Bruderschaft hat abgestritten, dass seine Organisation irgendwie beteiligt ist. Er meinte, er hätte euch nie angegriffen. Was habt ihr erwartet? Solche Lügen fallen von seinen Lippen wie der Regen vom Himmel an einem stürmischen Tag. Verbrecher räumen ihre Schuld nie freimütig ein. Der Beweis ist genau hier in diesem Brief. Trefft mich in Leyerwin und wir teilen Luvidicus diese Informationen mit. Wo ist die Gouverneurin Kisho? Solltet ihr nicht mehr Wachen haben? Was? Oh, meine Leibwache ist in der Nähe. Und diese Legionäre reichen aus. Ihr könnt unbesorgt sein. Was Kisho anbelangt, sie hat etwas, worum sie sich kümmern muss. Für Gideon. Ich sah keinen Grund, sie von ihren üblichen Pflichten abzulenken. Nun auf nach Leyerwin. Okay, gut. Dann auf nach Leyerwin. Ach ja. Okay, wo war der Wegschrein? Der war hier. So. Da müssen wir hin. Wann ist das Kastell nochmal? Dort. Ja, gut. Ich hoffe, Hauptmann Rian ist ja da. Der ist auch ganz toll. Hallo, Rian. Hallo, Emily. Die dunkle Bruderschaft. Sie muss aus Dunkelfaust vertrieben werden. Ich weiß immer noch nicht, warum sie es auf uns abgesehen haben sollten, Vandasia. Schaltet erst die Bedrohung aus. Danach finden wir die Antworten. Die Söldnerin ist zurück. Ich würde sagen, ihr und Evely gebt ein gutes Team ab. Sobald Ratsherr Luvidicus und die Kammer der Legaten zu einer Entscheidung gelangen, erwarte ich, dass wir uns wieder an euch wenden. In der Zwischenzeit wartet Ratsherr Luvidicus auf euren Bericht. Okay. Willkommen zurück. Es wurde gerade interessant, als Ratsherr Vandasia auftauchte. Doch ansonsten ist es hier ziemlich ruhig. Hey, Ratsherr Luvidicus hat schon auf eure Rückkehr gewartet. Ihr solltet lieber mit ihm sprechen. Okay. Alle verbliebenen Ratsmitglieder in Dunkelforst sind hier im Kastell versammelt. Valeria, Vandasia und ich selbst. Während wir auf die Ankunft des Schreibers warten, nachdem ich geschickt habe, könnt ihr mir bitte erzählen, was ihr in Gideon entdeckt habt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Vandasias Einschätzung teile. Ich habe einen Brief gefunden. In ihm ging es um die Wiedereinrichtung einer Freistadt der dunklen Bruderschaft in der Blutstromhöhle. Ja, ich erinnere mich an Berichte über die Präsenz der Bruderschaft zu Beginn von Murikas Herrschaft. Doch sie wurde vertrieben. Die Assassinen müssen diese Zeit für die perfekte Gelegenheit halten, ihre Basis zurückzuerobern. Doch was hat das mit Leowigs Geheimnis und den Ambitionen zu tun? Ich bin mir nicht sicher. Und warum ermordet sie die Ratsmitglieder? Vandasia, Valeria und ich haben genau darüber gerade gesprochen. Wir glauben, Leowig ließ jedes der Ratsmitglieder unwissentlich an einem unterschiedlichen Aspekt des Vorhabens mit den Ambitionen arbeiten. Jeder von ihnen hatte Zugriff auf ein Steinchen des Mosaiks. Doch nur Leowig allein hatte den vollständigen Überblick. Dann hat sich also jemand der dunklen Bruderschaft bedient, um die Ratsmitglieder zu ermorden und so das Geheimnis zu bewahren? Das ist unsere vorherrschende Theorie. Falls die Ratsmitglieder je zusammenkämen, um ihre Erkenntnisse untereinander abzugleichen, würde die Wahrheit hinter den Ambitionen enthüllt werden. Damit das nicht geschieht, wurde die dunkle Bruderschaft entsandt, um meine Kollegen zu töten. Der Agent der dunklen Bruderschaft behauptete, er und seinesgleichen wären nicht für die Morde an den Ratsmitgliedern verantwortlich. Tatsächlich. Sehr kurios. Trotzdem zögere ich, das Wort eines geständigen Mörders als Wahrheit zu betrachten. Nicht, wenn gerade so viel auf dem Spiel steht. Ungeachtet dessen stellt schon die bloße Gegenwart der Bruderschaft eine Gefahr für ganz Dunkelfaust dar.
Wir dürfen nicht zulassen, dass die Freistadt wieder aufgebaut wird. Vielleicht können die verschlüsselten Dokumente, die Evelie und ich geborgen haben, uns mehr verraten. Jerichs und Sophos Dokumente beinhalten Informationen, die in einem kaiserlichen Code geschrieben sind. Ich habe nach dem Schreiber Beragon verlangt, doch er ist noch nicht eingetroffen. Bis dahin sind die Ratsmitglieder hinter diesen Mauern sicher. Ihr habt euch bisher gut geschlagen und habt meinen Dank. Was auch immer in Wahrheit hinter den Morden an den anderen Mitgliedern des Rates stecken mag, wir dürfen nicht zulassen, dass die dunkle Bruderschaft in Dunkelforst Fuß fassen kann. Bitte reist mit Evelie zur Blutstromhöhle, um die Lage dort einzuschätzen. Sprecht mit Evelie und schmiedet eure Pläne. Solltet ihr nicht die Brigadisten entsenden, damit sie sich um die dunkle Bruderschaft kümmern? Bis wir mehr wissen, bin ich nicht darauf vorbereitet, einen richtigen Krieg mit der dunklen Bruderschaft vom Zaun zu brechen. Nein, es ist besser, euch und Evelie zu entsenden, um die Lage zu untersuchen. Danach können wir entscheiden, ob eine entschlossenere Antwort angebracht ist. Hey Partnerin, hier drüben! Alles klar, ihr habt Luvidicus gehört. Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen. Während die Ratsmitglieder hierbleiben und darauf warten, dass der Schreiber auftaucht, müssen wir herausfinden, was eure Freunde von der dunklen Bruderschaft wirklich vorhaben. Nicht so laut. Zeigt mir diesen Brief, den ihr in Gideon gefunden habt. Hier, das sind die Befehle einer Matrone der dunklen Bruderschaft. Sie wollen in der Gegend eine Freistadt errichten. Ja, das sind auf jeden Fall Befehle. Die Blutstromhöhle wird erwähnt. Sie liegt nordöstlich von Leyavin am Rand von Dunkelforst. Die kennen wir so gut wie unsere Westentasche. Nun, wie die Weber immer sagen, der beste Weg, um herauszufinden, was auf der Lichtung vor sich geht, ist, auf sie hinauszutreten. Der Brief deutet darauf hin, dass der Eingang der Freistadt tief in der Höhle liegt. Natürlich. Es ist auch wirklich gar nichts mehr einfach, seit ich dieses sonderbare Buch gefunden und damit begonnen habe, Leowigs Geheimnis nachzuspüren. Nun, seid ihr immer noch daran interessiert, das Geheimnis der Ambitionen zu lüften? Werdet ihr mit mir in die Blutstromhöhle kommen? Ich werde mit euch zur Blutstromhöhle reisen, um der Freistadt nachzuspüren. Trefft mich an der Blutstromhöhle. Trotz all eurer Versicherungen müssen wir ohne jeden Zweifel feststellen, ob die dunkle Bruderschaft hinter den Morden steckt oder nicht. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich euch trauen kann. Ihr gehört zu den Assassinen. Nicht so laut, Evelyn. Das habt ihr mir gerade eben erst gesagt. Ja, aber nicht so laut. Ich habe der dunklen Bruderschaft an der Goldküste geholfen und sie haben mich bei sich aufgenommen. In Ordnung. Doch warum habt ihr das vor mir geheim gehalten? Wir haben die ganze Zeit versucht, die Morde an den Ratsmitgliedern zu verhindern. Aber es mussten erst 4 Leute sterben, bevor ihr beschließt, eure Verbindung zu den Mördern zu erwähnen. Jaha. Oh, entschuldigt. Zu den möglichen Mördern. Evelie, erkennt mich. Wir haben gut in Orsinium zusammengearbeitet. Alles andere spielt keine Rolle. Ja, das ist wohl so. Na schön. Ich werde euer Geheimnis bewahren. Ja. Doch falls die dunkle Bruderschaft doch in diese Sache verstrickt sein sollte und ihr mich angelogen habt. Ich weiß davon doch gar nichts. Nun, gehen wir einfach davon aus, dass das nicht passiert. Ich hoffe nur, dass ich auf dem Weg nicht noch einen Wachtraum habe. Wachträume? Erinnert ihr euch noch, wie wir in der Feste Blaublut diese Dienstbotin fanden? Da hatte ich eine Vision von einer schattenhaften Gestalt. Ein Kultist mit Robe und Kapuze. Vom Orden der Erwachenden Flamme, schätze ich. Die Vision war kurz, aber heftig. Gleich wieder vorbei. Doch diese Gestalt fühlte sich böse an. Und ihr glaubt, diese Träume und Visionen stehen mit dem Buch in Verbindung, das ihr gefunden habt? Was könnte es sonst sein? Es ist in einer unbekannten Sprache verfasst. Wahrscheinlich Dädrisch. Lupus hat mich entsandt, um es zu finden. Also muss es wichtig sein. Die letzte Vision war eine Warnung bezüglich der Kultisten. Ich darf sie nicht an das Buch herankommen lassen. Ich werde es behalten. Komme, was wolle. Alles klar, Rian. Oh. Ich treffe euch in der Blutstromhöhle. Ach, wir können mit Hauptmann Rian sprechen. Das ist die richtige Wahl, Luvidicus. Wir werden erst sicher sein, wenn die dunkle Bruderschaft aus Dunkelforst vertrieben ist. Hat bestimmt niemand mitbekommen, dass ich auch zur dunklen Bruderschaft gehöre. Sie hat geflüstert. So viel gelernt, doch es gibt immer noch mehr. Ja, ne? Der ist ja richtig wissensbegierig. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir mit Hauptmann Rian sprechen. Und dann werden wir zur Blutstromhöhle reisen und werden Elam Thrales überraschen und sagen, huhu, hier bin ich schon wieder. Na, alles klar, wie weit bist du mit dem Aufbau der neuen Freistadt? Und gibt es irgendwelche Hindernisse, bei denen ich dir helfen kann? Und dann, ja, hoffe ich, dass ihr in der nächsten Folge mit dabei sein werdet und dass die heutige Folge euch gefallen hat.